Mal Feuer und Flamme für die Gentechnik in der Landwirtschaft, bis ihm Kühe im Stall verendeten. August 2001. Auf dem Hof des hessischen Bauern Gottfried Glöckner sterben 5 Kühe. Alle waren jahrelang mit Genmais gefüttert worden. Genmais, den Gottfried Glöckner im Rahmen eines Freilandversuches seit 1995 angebaut hatte. Der Diplom-Landwirt ist heute sicher. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Tod seiner Kühe und dem verfütterten Genmais. Die Tiere haben giftige Reaktionen gezeigt, also Vergiftungserscheinungen gezeigt. Die sind teilweise eingeschlafen, verendet. Und es hat immer die Tiere getroffen, die eben den BT-176 Mais gefressen hatten. Vergiftete Tiere, doch der Reihe nach. Eine Fütterungsstudie an Schweinen. Ergebnis: Die Schweine hatten nach der Fütterung durch Genmais schwere Entzündungen in Magen und Darm. Wieder entgegnet Monsanto, die Studie sei nicht objektiv. Das Bundesamt für Naturschutz warnt im Gespräch mit Report jedoch vor der Zulassung. Da sehen wir Probleme, dass der Antragsteller nicht genügend Daten vorgelegt hat und zum Beispiel Wechselwirkungen zwischen diesen einzelnen Genen und die Eiweiße, die Toxine, die Gifte, die er bildet, bewerten zu können. Und das betrachten wir aus Umwelt- und Naturschutz.